Dieser Vorfall auf der Ostsee, der auf Bildern dokumentiert wird, die vom amerikanischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurden, erregt derzeit die Gemüter in Washington. Darauf soll zu sehen sein, wie russische Kampfjets einem US-Zerstörer, der auf der Ostsee unterwegs ist, sehr nahe kommen. Ein Sprecher der US-Regierung sprach von einer gefährlichen Aktion, die nicht den internationalen Normen entspreche. In der jüngsten Vergangenheit habe es wiederholt ähnliche Vorfälle gegeben. Die USA seien über dieses Verhalten sehr besorgt, sagte ein Sprecher. Der amerikanische Zerstörer soll sich den Angaben zufolge zum Zeitpunkt der Vorfälle in internationalen Gewässern in rund 130 Kilometer Entfernung von der russischen Exklave Kaliningrad befunden haben.